herzlich willkommen bei das Wollmilchschaf. Ich bin die Birgit und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ich bei meinen Schafen die Klauen pflege. Also das muss man halt von Zeit zu Zeit mal machen. Das ist wie Fingernagel schneiden bei den Menschen. Und ich habe hier eine Rosenschere und was auch immer noch ganz praktisch ist, so ein Hufauskratzer. Damit kann man die Füße sauber machen, wenn die vorher in den Bart getreten sind. Den Pflegestand hier, mit dem man das Schaf hochheben kann, das kennt ihr ja schon aus den vorigen Folgen. Das ist halt sehr praktisch. Dadurch kann man gut mit einem Schaf arbeiten. Ja, wenn ihr euch mal die Klauen hier anschaut, halte ich mal still, Erika. Da seht ihr hier der Tragrand, der wächst hier ein bisschen länger. Und das ist noch nicht sehr viel, aber man kann das bereits wegschneiden ein bisschen. Und schön brav sein. So, wie gesagt, ich habe auch immer so eine kleine Bürste und einen Hufauskratzer. Dann kann man hier auch mal den Spalt hier zwischen sauber machen. Das muss man nämlich auch immer mal kontrollieren. Das ist so, hier im Spalt, da sammelt sich Schmutz an und da können die Schafe können auch mal irgendwie auf Dornen treten, auf Fichtennadeln oder so. Dann gibt es Entzündungen, dann kann man das eben behandeln. Aber hier ist alles okay. Und jetzt schneide ich das mal ein bisschen zurecht. Hier ein bisschen. Schön brav sein, Erika. Jetzt ist es wieder schön kurz und dann machen wir das beim Hinterfuß, im Prinzip das Gleiche. Da seht ihr, hier das ist schon wieder ein bisschen länger und hier dazwischen, das ist ordentlich und sauber. So, das war nicht viel notwendig. Na, Erika, jetzt halt mal still. So. Aber jetzt seht ihr schön, also die Klauensohle hier und der Tragrand, den kürzt man immer wieder ein bisschen hier. Das muss man noch abschneiden. Ja, so macht man die Fußpflege regelmäßig. Also ich kontrolliere das so schon 3, 4, 5 Mal im Jahr. Das kommt drauf an. Also einmal natürlich im Zusammenhang im Scheren, dann auch so vor dem Weidewechsel oder so. Dann kann man die Schafe nochmal kontrollieren und die Füße anschauen. Die professionellen Schäfer, die treiben ihre Schafherden dann immer durch so ein Fußbad. Da nimmt man Zinksulfat. Bei mir ist es so, wenn ich merke, dass die wirklich mal irgendwie eine Entzündung haben da drin, dann werden die mit so einem Desinfektionsspray behandelt, beziehungsweise so ein spezielles Klauen,
Klauenspray, das wohl auch auf Zinksulfat basiert. Aber wie gesagt, die haben eigentlich gute Klauen, wenn man das regelmäßig schneidet und kontrolliert. Ja, bei den Ziegen ist es im Prinzip genauso. Hier haben wir also unseren Ferdinand. Und da schaut euch mal die Klauen an. Hier wächst der Tragrand schon über die Sohle, also das ist wirklich Zeit, das zu schneiden. Das machen wir jetzt hier. Hier, das kann man auch ein bisschen kürzen. Ja. So ist das mit der Fußpflege, die muss man also regelmäßig machen. Bei den Ziegen muss man eigentlich einmal im Monat nach den Klauen sehen. Bei denen die Klauen, die wachsen extrem schnell. Und das war's dann für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!